Hallo und herzlich willkommen zu meinem 30. Jubiläum 7 Days to Die Stream. Wir haben Freitag, den 13. April 2018. 9:48 Uhr. Windows 7 Internetzeit. Hoffen wir heute auf große Ergebnisse im Game und eine zahlreiche Zuschauerschaft. Zuschauerschaft. Schauen wir, wie 8 Kerne um ihr Leben ballern und sich der Speicher einmal mehr langsam füllt. Ja. Sechzehn Gigabyte RAM, was ist das schon? Nicht viel, nicht viel. Möge auch mein Lieblingszuschauer ganz entspannt heute erscheinen. Ganz entspannt. Der mein Nachbarleid nachfühlen kann. Letzte Nacht war ja wieder Horror. Oh. Na gut, ich habe schon schlimmere Nächte erlebt. Das war ein mittlerer Horror. Na, sagen wir ein Drittel Horror. Ja, ein Drittel Horror war es gut. Oh. Gott, wie sich der Speicher füllt und füllt und füllt und füllt. Ah, ne, Horror geht nicht mehr. Gucken wir mal, wie er sich jetzt noch weiter füllt. Kommt doch von 9,6 auf über 10 Wetten. Nee, doch nicht. Das ist komisch. Aber ich halte nicht sehr viele Tabs auf. Wenn er unter 10 GB bleibt, ist das ein Top-Wert. Ah, jetzt steigt es nochmal. Jetzt so die Map rendert. Ja, was verliert. Auch mein 8. Kern hat Urlaub, guck mal. 8. Kern hat Urlaub. 7 arbeiten, er ist auf Dauer bezahlten Urlaub. Du, 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 du. Ich sehe gerade, ich habe 25 Minuten später begonnen als gestern. Begonnen. Aber das macht ja nichts. Ich bin gleich noch recht früh dran. Hätten noch später gerechnet. Pfeile habe ich noch genug. Drohnengeld drüber mal weg. Könnten wir wieder ein paar tausend herstellen. Ich habe gar keine mehr. Ich habe gar keine mehr. Maschinenpistolenlauf. Ein gewisser jemand hat gesagt, man kann die Teile ja kombinieren irgendwie an der Werkbank. Das teste ich jetzt gleich mal aus.
Teil sind sogar besser. Tatsache, du, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Die Teile sind alle besser. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir sie kombinieren können. Genau, kombiniert das alte schlechte mit den neuen, du erhältst. Oh, wunderbar. Dafür ist also diese Kombi-Funktion. Oh, warum sagt mir das keiner? Da kann ich hier ein Mega-Ding rausholen. Denn nur wie baue ich da jetzt eine Maschine wieder raus? Naja, man klicke den Schaft an. Was heißt das? Geil! Vielleicht 200 Maschine wäre. Jedoch ohne Muni. Okay. Geil. Richtig heißes Teil habe ich jetzt. Ist ja geil. Was das Spiel für Funktionen hat. Ist das geil. Okay, also machen die Teile Sinn. Die große Muni, okay. Habe ich jetzt auch schon mindestens ein gelbes. Oh, ich brauche doch Platinen. Wie nennt man die Reparaturkits? Eisenölstoff, Klebeband, alles her. Machen wir 100. Drei Minuten. Okay, gucken wir mal, ob hier irgendwas noch zu reparieren ist, aber ich glaube, diesmal war alles ganz. Hallo UFO, war da mal Zeit? Lass mich raten, du bist wieder extra eher wegen mir aufgestanden. Ist ja cool. Jetzt erwarte ich noch den Zuschauer ganz entspannt und dann kann ich wieder gemütlich um meinen Nachbarn lästern. Ist das eine Idee? Ist das eine Idee? Jetzt kaputt hier. Ach, bitte. Heute bin ich so früh wach, weil ich krank bin. Oh, du hast dich doch hoffentlich nicht bei mir angesteckt. Ist immer, wenn man den falschen Personen Sex hat. Na, ich meine, wenn man mich anhustet. Ich war ja auch leicht erkältet. Dann habe ich das beste symptomatische Heilmittel, Symptombekämpfungsmittel, das ich nehme. Das einzige, naja, stimmt auch nicht ganz. Das einzige von zwei symptombekämpfenden Mitteln, die ich nehme, ist Kripostat C. Das ist eine Kombi aus Paracetamol, Koffein. Und
künstlich hergestellten Vitamin C. Das Zeug rockt. Dadurch halbiert sich der Schnupfen und dieses Drücken, was man hier vom Schnupfen immer hat, geht davon auch weg. Das Fieber wird ganz leicht gesenkt und du fühlst dich fitter. Also dieses Zeug rockt. Das ist schweineteuer, aber es rockt. Ich nehme das sogar bei leichtem Zeug, weil danach geht es dir wirklich besser. Das lindert wirklich das Elend. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast. Das ist echt frei verkäufliches Mittel und das rockt richtig. Ich liebe es. Ich würde Schnupfen nicht mehr ohne das überstehen. Und ich habe ja das letzte Mal vor 5 Jahren Schnupfen gekriegt. Aber ich nehme es auch bei leichteren Dingen wie leichtes Fieber. Und Ohrenentzündung. Kennt das? Hast du schon mal getestet? Also, ich bin ein Mensch, ich kriege öfters mal Fieber. Ganz leichtes Halskratzen, ganz leicht, aber alles immer nur leicht. Nicht wirklich dolle, dass ich da richtig leide, sondern ganz leichtes Fieber. Ganz leichtes Kratzen im Hals. Leichte entzündete Ohren. Nimmst du bei den leichtesten Anzeichen? Nee, nicht bei den ersten leichtesten Anzeichen. Nur wenn ich in Folge, in relativ kurzen Abständen das kriege, dann sage ich beim dritten Mal, es reicht und dann nehme ich's. Nicht bei den kleinsten Anzeichen, aber je eher du Grippostat nimmst, umso weniger wirst du leiden. Das kann man ja nicht früh genug nehmen. Also ich nehme es selten bei leichten Dingen, aber ich krieche das alles immer nur leicht. Ich krieche nur ganz leichte grippale Infekte. Schnupfen gar nicht, wie schon gesagt, 5 Jahre komplett schnupfenfrei. Aber die anderen Dinge, die du da aufgezählt hast, Gliederschmerzen, Husten, meistens Niesen, sowas in der Richtung. Aber dieses Zeug ist geil. Das Zeug ist richtig geil. Man überdosiert damit Vitamin C so stark, dass man fast auf die Mengen kommt, die Robert Franz empfiehlt. Und es funktioniert, es hilft. Also, die Kombi Paracetamol und Vitamin C, die ist nicht ohne. Da sind noch zwei andere Stoffe drin, aber den vierten kenne ich nicht. Irgendwas mit A? Nee, das war was anderes. Egal. Irgendwas mit G? Nicht so wichtig. Wer hat den Tang im Bär verbringen? Den Tag im Bett wahrscheinlich. Verbringen und früh schlafen gehen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Bin ich froh, dass man sich über elektronische Medien noch nicht anstecken kann. Das heißt, du darfst so lange verweilen, wie du möchtest und so viel husten. Auf Tastatur oder Tablet, wie du möchtest. Aber ich empfehle dir, solange du noch lebst und kannst, Grippostat C vorher zu holen. Wärst du jetzt hier um die Ecke, ich würde dir sogar meine geben, weil ich nicht viel davon brauche. Ich nehme immer nur ein, zwei Pillen. Dann wird ein paar Monate nichts, dann wieder ein, zwei Pillen und es hilft. Dann geht es mir mal einen Tag besser durch das Zeug. Das Fieber wird ein bisschen gesenkt und alles ist dufte. Schreibe ich, weil ich so schwach bin. Ja, bist du an der Tastatur? Dann ist es peinlich. Ja, und dann mein bester Tipp. Den besten Tipp gebe ich dir jetzt an der Hand. Ich leide. Ja, ich weiß. Ich gebe dir jetzt den besten Tipp mit an die Hand, wie man Schnupfen zu 100% verhindern kann. Diesen Tipp beherzige ich seit Jahren und er funktioniert. Nicht unter Menschen gehen. Auch Verwandte, Freunde und Partner sperre ich aus, wenn sie erkältet sind, bis sie komplett auskuriert sind. Zu mir darf keine Person kommen, wenn Schnupfen und unter fremde Leute gehe ich eh nicht. Dr. Zehe, das ist der beste Tipp. Nicht unter Menschen gehen. Mein Rekord wird dies Jahr sich vervollständigen. Ich gehe dies Jahr jetzt schon ins 6. Jahr. Totale Schnupfenfreiheit, weil ich diesen Tipp beherzige. Nicht unter Menschen gehen. Das ist das A und O in der Gesundheitsvorsorge. Es gibt nichts Geileres. Ansteckungsgefahr. Jo! Hi, ganz entspannt. Genau auf dich habe ich gewartet. Ich will dir den neuesten Nachbarschaftsklatsch an die Hand geben. Aber vorher müssen wir erstmal UFO kurieren. Ich habe ihnen empfohlen, Grippostat C. Ich war am Wochenende im Bucco mit Mama und Bruder. Da habe ich bestimmt angesteckt. Das kann gut sein. Weil, ja, jetzt ist schon wieder Ende Woche. Ja, die Inkubationszeit von Schnupfen ist so eine knappe Woche, wenn man sich ansteckt.
knappe Woche und dann haut das hin. Das kann gut sein, ja. Aber das Ding ist ja halt, man geht halt nirgendwo hin. Auch im Auto bei McDonald's fährt man nur in McDrive. Ja, auch ich gehe zu McDonald's, obwohl ich kein Fleisch esse. Man geht dann nur zu McDrive und nicht da, wo Menschen einen anhusten. Warte mal, wo war ich zuletzt unter Menschen, wo ich richtig Schiss hatte? Ach, das war im Kaufland in Salzwedel. Gott, war der Rappel voll. Ich gehe ja hier nur in mein Kaufland. Da, so zum Tierarzt oder so, da war ja schon da, kriege ich immer Schiss vor Menschen. Alter, hier in mein Kaufland, da gehe ich ja immer 21:50 Uhr hin, da ist da kein Mensch mehr, dann stecke ich mich auch nicht an. Mundschutz und Gummihandschuhe wären draußen gut. Ja, das hätte ich drauf. Also Handschuhe habe ich zumindest schon mal getragen. Oh, Buko, schöne Gegend, schöne Berge. Habt ihr die Wurzeltanne besucht? Da kennt sich jemand aus, ein echter Kenner. So Leute, ratet mal, wie viel Schlaf ich heute hatte. Wer die richtige Stundenzahl rät, kriegt ein Bienchen. Nee, meine Mutter kann nicht weit laufen zurzeit. Oh. Zombies immer alles kaputt machen müssen hier. Genau, ernten wollte ich. Das hatte ich mir beim letzten Mal vorgenommen. Dann im Café mit Seeblick. Komm, Zombie, Zombie, Zombie. Und wir ernten zum tausendsten Mal Mais. Die Pilzanzahl wollte ich ja um zwei Reihen verkürzen, aber kann ich noch nicht. Weil Pilze brauchen dreimal so lange wie alle anderen Früchte. Nur am See gewesen und Mittag gegessen im Hotel. Originalschnitzel mit Pommes und Champignons. Also mit dem letzten kannst du mich ja jahren. Aber Schnitzel mit Pommes liebe ich. War früher meine Leibspeise. Champignons esse ich nur roh. Hab ich gekocht, die gemocht. Oder gebraten, da weiß der Geier. Nur roh. Und selbst das habe ich mir erst angewöhnt. Durch einen Internetcoach, der mal auf die Idee kam, das roh zu essen. Jetzt hat er von den Stein gehauen. Ich weiß es ja nicht. Und den Nachbarn angebrüllt? Icke nicht. Ich stand kurz davor aufzustehen, am Fenster zu brüllen, ja. Sie waren gestern nämlich länger auf dem Balkon. Fast eine Stunde, sonst waren sie immer nur 10 Minuten auf dem Balkon. Und dann fing es aber bei 22 Uhr rum an. Ich war schon 21 Uhr ins Bett. Bei 22 Uhr rum fing es dann an zu donnern, zu blitzen. Zu regnen, zu jaschen. Dies wiederum hat dafür gesorgt, dass ich die Nachbarn nicht mehr gehört habe, weil die wahrscheinlich eh reingegangen sind bei den Sturm. Also ich dachte mir, fliegt der Schornstein weg. Ich habe ja mein Schlafzimmer Schornstein. Und ja, das hat gekracht und gerumst. Und da ich die Nachbarn nicht mehr hörte, hat mich der Regen gestört. Weil ich glaube, nicht auf meinem Dachboden, aber am Dachboden nebenan. Und vom Nachbarn ist irgendwie, ich weiß nicht, da tropft's. Und da hält mich das Tropfen wach. Das Tropfen kann man auch wenigstens ein bisschen eindämmen, wenn man sehr dicke Federbettdecke übers Ohr zieht. Ja, na, jedenfalls durfte ich letzte Nacht wohl nur 4,5 Stunden Schlaf oder so gekriegt haben. Einfach weil mein Körper zu zeitig aufgewacht ist. Ich habe einen Wecker auf 5 Uhr gestellt, aber es ist jetzt gewöhnt, 4 Uhr aufzustehen. Da bin ich automatisch 4 Uhr wach geworden. Das ist natürlich ärgerlich.
Irgendwas ist immer. Ja. Wir haben eine halbe DDR-Speisekarte und cool. Und günstig eigentlich im Vergleich zu Berlin. Cool. Hallo Mike. Moin Jungs. Ach Mensch, nicht mal der Wettergott ist auf deiner Seite. Ja, das ist, ne? Aber die Kombi hatte ich noch nie. Entweder mich halten die Nachbarn wach oder der Regen. Gestern war es kombiniert. Also das war, solange ich hier wohne, seit einem halben Jahrzehnt schon, das erste Mal, dass beides, Nachbarlärm und Regenlärm, wirklich, ne? Aber ich arbeite daran. Ich arbeite an spezifischen Veränderungen, die ich jetzt namentlich nicht genauer nennen werde, damit das Problem sich innerhalb des nächsten halben Jahres für immer beseitigt. Gegen den Wettergott kannst du nicht gewinnen. Doch, es gibt. Da kann ich flüchten, vor Nachbarn kann ich nicht flüchten. Aber ich habe Räume, wo kein Regen reinkommt. Also kein Regengeräusch. Kein Plätschern, kein Tropfen, kein gar nichts. Auch das Donner noch nicht immer reinkommt. Also vor Regen kann ich flüchten, vor Nachbarn nicht so leicht. Schönes Wetter heute. Wo bei dir? Also wir haben Wolken. Aber dafür hatten wir die komplette letzte Woche Sonne. Und das ist selten bei uns. Wir haben nur Wolken. Wir hatten die komplette letzte Woche Sonne. Und da muss ich sagen, super. Da war das Gewitter gestern okay. Also ich duldete es. So. Heidelbeer. 14. Kartoffeln. 14. Wie gesagt, die Pilzreihen will ich um zwei verkürzen. Das war ein falscher. Die Heidelbeeren um zwei verrücken und dann kommen Kartoffeln dran. Dann kann ich endlich leckeren Gemüseeintopf machen. Yam, 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 yam. Gemüseeintopf. Ein paar Kartoffeln habe ich ja jetzt schon. Ein paar bisschen Gemüseeintopf könnte ich ja schon mal machen. Du konntest dir eine Art schallgedämpften Schlafkonon bauen. Da arbeite ich dran. Ein bisschen was in diese Richtung habe ich ja schon gemacht, aber es wird dies Jahr noch verstärkt werden. Um 600 Schichten. Den Sarg, nein, danke. Geht ja mal gar nicht. Oh, hier in Aachen ist Sonnenschein. Hab mich auch gewundert, in England heute Nacht war Sturm. Nee, aber einen Kokon habe ich schon. Aber das ist auch nur eine Maßnahme. Ich arbeite multi, wie nennt man das? Redundant, genau. Das ist der Begriff, der passend ist. Mehrere Techniken, die ich miteinander kombiniere. Ich hoffe, das sind teilweise ganz schön heftige Maßnahmen. Das werden sie auch dauern, aber ich habe gestern damit begonnen. Warum geht da manchmal, wenn ich E drücke, passiert nichts? Das ist echt komisch. Passiert nichts? Na gut. Ja, die ist nicht geil. Ist ja schrecklich. Die Idee. Gott, Gott. Macht's ihr vor, mach ich's nach. So. Ich glaube, dass man da drin erstickt, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Ding luftdurchlässig ist. Wo ist eigentlich Aachen? Da war ich doch schon mal zu Besuch. Ich habe mal Internetbekanntschaften in Aachen besucht.
Das ist neben Köln. Da scheint heute die Sonne. Also im westlichsten Westen ist das. Das ist da, wo die Leute komisch sprechen. Einen sehr komischen Dialekt. Kannst du den Sarg anmalen? Grün mit Blumen und PC-Löten. Na, sage mal. Das ist das Grundprinzip von ruhevollen Schlaf nicht verstanden, oder? PCs habe ich im Raum nebenan, weil sie lärmen. Also werde ich wohl kaum einen PC-Lüfter zusätzlich einbauen. PC-Lüfter gehören drei Räume weiter. Und weil ich hier nur so eine billige Schiebetür habe, sind die PC-Geräusche im Raum nebenan auch nur gedämmt. Und nicht vollständig weg. Aber ja, darüber könnte ich jetzt auch schon wieder ein Referat halten. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute freiwillig im selben Raum mit Lüfter sind und schon ja nicht Laptop-Benutzer, weil das sind ja richtige Blasmaschinen, die heutigen, die hohe Leistung haben, so 4 Kern aufwärts. Diese Laptops gehen ja mal gar nicht. Ich kam in den Genuss von so einem Laptop. Besitze ich nicht, aber konnten hören, konnten testen. Nicht schön. Das, nein. Sinn ist Lautlosigkeit. Ganz im Ernst, lass die Idee sacken ziehen. Bestimmt nicht. Ich setze lieber meine Ideen um, die ich schon habe. Das Ziel wird nur im Nebenzimmer geblasen. Das stimmt. Hier wird nur im Nebenzimmer geblasen. Da hat er das richtig formuliert. Lol. Mike Schmoke ist heute sehr oft am Lollen. Den Zombie kann ich mal öffnen. Wand kaputt gemacht? Nein. Irgendjemand hat mich ja gestern angeschrieben, welchen Loch buddeln. Das ist ein Zuschauer, der kommt immer 5 Minuten, bevor ich aufhöre mit Stream. Was so daran liegt, dass wir einen ähnlichen Rhythmus haben. Ja, kommt immer dann, wenn ich essen gehe. Und auch heute werde ich wieder rechtzeitig essen gehen. Und 5 Minuten vorher kommt er dann. Ich meckere mich wieder voll, was ich alles falsch mache im Spiel. So. So, wollen wir Gemüseeintopf kochen? Habt ihr jetzt genug hiervon? Halt, Wasser brauche ich dafür wahrscheinlich noch. Weiß ich. Gemüse. Hilfe. 11 Gemüseeintöpfe. UFO, das ist schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich. Naja, dann kauf dir einen und sag mir, wie es ist, da drin zu schlafen. Nee. Ich höre schon wieder Zombies. Bei mir ist ja immer leise. Ja, das ist Glück. Horatius, huhu. Mein Lieblings-Dauer-Streamer, von dem ich mir sämtliche 7 Days to Die Ideen abgucke.
Ich werde schon mal die Kunde vorbereiten. Das, nein, bestimmt klappt das. Bam, bam, bam. So. Wollte ich jetzt bauen. Genau, Reparaturkits. War nicht in der Schmiede, raus da. So viel wie geht. Habe ich keinen Stoff mehr von Malis. War aber zu erwarten. Ziel kannst du Fernheilung noch nicht, aber ich arbeite dran. So. Ich arbeite erst mal nach Selbstheilung. Okay. Dann wollte ich zum Händler gehen. Erstmal packen wir das Klebeband zurück. Ach, da sind ja noch Federn. Praktisch. Genau. Patronenhülsen. Patronenhülsen. Wie viel macht er mir? 800. Na, immer. Nehme ich doch alle. Brauche wieder für die nächste Blutnacht. Schossspitzen habe ich noch ordentlich. Da können wir noch weitere 500 in Auftrag geben. Oder was soll der jetzt? Machen wir 1000. Und dann Messing und Blei nachwerfen. Was ist ein Brass? Das ist Messing, ne? Glas wird auch wieder leerer, merke ich. Ach so, wegen den Schnupfen. Hast du gestern gestreamt, Ufo? Habe ich nicht mitbekommen. Folgendes, Leute. Ich habe Ufo bereits schon den perfekten Tipp gegeben. Er muss nur noch ausführen. Kripostat C. Das ist so gut wie Heilung. Bloß besser. Stellt immer noch Reparaturkits her. Hier, ich habe ein richtiges, echtes Jagdmesser aus richtigem, echten Metall ergattert. Ach, und zum Reparieren brauche ich ein Buch. Vielleicht brauche ich noch das Pistolenbuch und ein Jagdmesserbuch. Sag mal, Ufo, hat irgendjemand das Pistolenbuch? Ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Moment mal, ich habe ja jetzt zwei abgesägte Schrotflinten. Na, da lässt sich doch was regeln. Jetzt muss ich die erst zerlegen komplett. Reparieren. Ne, Quatsch. Was hat das repariert? Der Bord. Ja, machen wir Maisbrot. Ja, lecker Suppe. Nämlich gestern was. Du sollst nicht reparieren, du. Egal.
Nee, gestern nicht gestreamt. Okay. Ruh dich mal aus. Gut. Ach, wünsche dir. Moin, Sie, hallo Aschers. Ich gebe euch jetzt mal allen den Tipp, den ich UFO gegeben habe, wenn wir schon so zahlreich erscheinen. Kauft Kripostat C. Das ist das beste Orgasmusmittel gegen Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen. Es gibt nichts Geileres als Kripostat C. Man muss es geschluckt haben, um es zu verstehen. Das Schnupfen sofort gedämmt. Die ganzen Schmerzen, die mit Schnupfen einhergehen, sind dann weg. Es gibt nichts Geileres als Kripostat C. Kauft es jetzt. Und nicht erst morgen. Kombinieren wir das mit das. Das kann man nicht mehr kombinieren. Warum nicht? Schon zu stark oder was? Macht nichts. Auch schon zu stark. Dann ist Lila wohl das Höchste, was es gibt. Auch schon zu stark. Warum? Warum kann ich die jetzt nicht mehr kombinieren? Na, sag mal. Fallspiel! Kannst nicht kombinieren, denn dein Skill dazu noch nicht hoch genug ist. Wie hoch muss der sein? Sag mal. Was muss ich dafür erhöhen? Ich habe Punkte zum Versetzen. Feuerwaffenschmied. Aus den Reparaturkits heraus. Senke die benötigte Zahl. Und auch einfach. Wie ist das bitte? Wenn Lila, dann Max in deinem Fall. Ich weiß es ja nicht, aber sag trotzdem mal, wie kann ich denn das erhöhen? Oh ja, diese beiden Punkte habe ich stark vernachlässigt. Warum steht denn hier bekannt? Kann ich nicht mehr erhöhen. Ach, ist schon voll. 5 von 5. Reparaturmeister kann definitiv auch nicht schaden, ne? Ja, ich dachte, Lila geht dann bis voll. Dass dann 600 ist oder so. Das Lila ist echt das Höchste in dem Game. Wie ich sehe, kannst deine Items höchstens auf 450 kombinieren, laut deinen Skills. Was, was, was? Wo siehst denn du das? Ah, wo siehst denn du das? Wo siehst du das? Sag. Fertigungsqualität bei Feuerwaffen 350 und bei Waffen 350. Hier, ne? Gott, bin ich schlecht. Jetzt bin ich bei 400. Na gut. Kannst das nur bis 400. Also immer 100 plus hoch kombinieren. Okay. Ja, dann hebe ich mir die Teile einfach für später auf. Wäre schade, die wegzuschmeißen, weil Schrotflinten sind relativ selten. Dass ich das ganze Bausystem hier rauft habe, bin ich schon mega stolz.
Da wundere ich mich, warum ich immer Spitzhacke nur bis 300 und so machen kann. Fertigung 53 bis 154. Ach so, hast du das gesehen. Okay, da bin ich jetzt aber. Ja, jetzt fehlen mir die Punkte. Und Werkzeuge ergibt auch Sinn, dass ich das nur bis 300 dann kann. Na gut. Wie ich jetzt meinen Laden vor der schließt. Repariere noch schnell meine Links. Pack das Mehl weg. Mache ich wieder später Zombie-Benzin. Und dann brauche ich tatsächlich Stofffetzen. Die sind rarer als man denkt. Genau, wenn ich wiederkomme, mache ich dann Muni. Cool, 15 so viel. 1000 kann ich dann herstellen. Schießpulver, auch 1000. Genau, das Mehl packe ich hier rein. Ja, es gibt fette Zombie-Benzin. Und die Reparaturkits kommen hier rein. Oh, das andere ist mein Arbeitszeug halt. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Könnte noch mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ja. Ah, Moment mal. Das kann ich auseinanderbauen. Ja, das kann ich verstärken. Schrot. Jetzt baue ich erstmal. Genau, mach mal das Zeug weg. Was ich im Moment nicht brauche. Dann verkaufe ich das, das und das beim Händler. Und die mache ich jetzt stärker. Bisschen kompliziert. So. Ich finde, es könnte ruhig noch einen einfacheren Weg geben. Okay. Okay. Na, geht doch. Läuft. 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 Läuft bei mir! Ich weiß noch nicht, für welche Munition dit, also in meine Schrotflinte jetzt jedenfalls nicht rein. Horatius, kannst du mir sagen, wofür Flintenlaufgeschosse sind? Die wollen irgendwie nicht in meine doppelläufig rein. Irgendwie. Ich muss mal Kotten sammeln unterwegs. Auch Stofffetzen für Mollys. Nächste Blutnacht wird blutig. Nächste Blutnacht hatte ich ja nicht vor, hier zu verbringen. Die will ich woanders verbringen. Der Reparaturaufwand, bevor ich fertig bin, im Moment zu groß ist. Das frisst mir immer Zeit, weiterzubauen. Und wir fahren wieder mit Zombiefett. Freuen, genau. Holy!
Ohne Zeit! Ja, gerade ganz viele Karten. Ganz viele Karten, 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 Karten. Das Karten macht man Mollys, Molly, Molly, Mollys. Karten, 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 Karten. Im Karten, im Karten, im Karten. Freuen! Ausrufezeichen, freuen, Ausrufezeichen. So macht man das. Freuen. Spaß haben, glücklich sein, wenig, gebracht. Gewalt androhen, wenn jemand nicht, wenn jemand sich nicht freut. Und ich weiß übrigens nicht, was stärker ist. Militärische Faser oder Skat-Rüstung? Bin ich noch am Rumprobieren? Weil im Moment schütze ich mich mit militärischer Faser. Hat aber nur den Wirkungsgrad 90 oder so. Und da ist doch eine Scap-Rüstung besser, denke ich mir mal so. Außerdem sehe ich cooler aus mit Scap-Rüstung. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Pläne für alle Scap-Teile habe. Bisschen ärgerlich finde ich auch, dass du mit dem Spiel Rucksack gebunden bist. So, jetzt essen wir mal einen leckeren Gemüseeintopf. Der schmeckt. Wisst ihr, wie lange ich Kartoffeln und Pilze anpflanzen musste für diesen Eintopf? Dann lasse ich ihn mir dreimal munden. Oh, let me guess, you need to buy something. Ja, Pistolenteile nützen mir nichts. Weil ich Pistolen noch nicht bauen kann. Brauche ein Scharfschützengewehr. Brauche ich nicht. Messing ist ein rarer Stoff. Immer her damit. Auch Schießpulver und Ehren kann keiner verwehren. Hat er nicht. Guckt mal, wie lecker 2D der Gemüseeintopf aussieht. Also in Real Life würde ich für so einen Eintopf morden, aber ich würde die Pilze rausnehmen und dafür lieber Möhren reinmachen oder so. Du, 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 du. Wisst ihr, was ich letzte Nacht für eine crazy Idee hatte? So ein Lautsprecher hier an meine Wand pappen und dadurch brüllen, wenn die Nachbarn auf dem Balkon sind, dass sie die Schnauze halten sollen. Wäre das nicht eine geile Idee? Mit so richtig absurd lauten Lautsprecher. Schnauze! Ich hol gleich zum Krämer, weil ich später womöglich verplafe. Doppelpunkt, Compounded Doppelpunkt? Wird bei mir nicht als Smiley angezeigt. Oh. Ja, so Backsteinhaus hätte ich auch gerne. Auch bestimmt wieder Farbe. Ist das eine geile Zentrale? Hier jetzt ein Bett rein und ich würde. Betontreppe. Bringt mich nicht auf Ideen ins Spiel. Auch die gestalterischen Möglichkeiten sind ja hier nicht ohne. So.
habe gerade die erste Staffel von Stranger Things durchgeschaut, weil ich ja gerade Crossing Souls spiele. Naja, die letzten Sekunden der letzten Episode habe ich mir noch aufgehoben. Was hat denn die Serie mit dem Spiel zu tun? Ich glaube, das war eine der Serien, die du mal empfohlen hattest. Warum pflanze ich Kotten eigentlich nicht selber an? Ach, brauchen wir eigentlich nicht. So viel Mollys bastle ich dann auch nicht. Mein Heimbeet damit belästigen, muss ja nicht sein. Aber man kann theoretisch jede Scheißpflanze selber anpflanzen, sogar Gras. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ach, neueste Info. Hab gestern erfolgreich zwei Dinge bei eBay verscherbelt. Und in wenigen Stunden verscherbe ich das nächste erfolgreich bei eBay. Moment, ich gucke noch mal. Ihr könnt noch könnt ihr mitbieten. Bald ist nicht mehr. Noch 3 Stunden 47 Minuten könnt ihr mitbieten. Ja. Oh, Flugzeug. Flugzeug. So. Die 18 Jahre und jede Menge Klischees. Okay. Ich habe sogar einen Walkie-Talkie-Mark gesehen, von der ich ziemlich sicher bin, dass ich sie auch hatte. Du wirst es nicht glauben, ich habe sogar noch zwei Walkie-Talkies. Zwei Walkie-Talkies aus den 80ern habe ich tatsächlich noch. Hat mir, glaube ich, mein Vater geschenkt. War ein interessantes Spielzeug, hat eine Reichweite von Senf, weswegen man sie nie praktisch anwenden konnte. Da blieb es leider bei einem Spielzeug. Also man konnte sich im selben Raum mit den Dingern unterhalten. Da ging die Reichweite. Auch weh, es war eine Wand dazwischen. Also Nutzen? Null? Zwei Airdrops? Zwei? Oh, danke für den Hinweis. Ich hätte nur eins geholt. Gut, jetzt hole ich zwei. Ist auch mein erstes Mal, dass es zwei gibt. Weil ich ja gestern keinen Upload oder so. Ich verlange, dass du dich als He-Man verkleidest und das Intro und das Ende einer Folge nachstellst. Bestimmt nicht. Einer bestimmten Folge? So. Der nächste Airdrop. Oh, Airdrop. Die ganzen Begriffe muss ich gar nicht mal lernen von dem Game. Oh Gott, ich feuer ja Wände runter. Da ist der nächste Airdrop. Ja, der fährt durch die Kiste. Jede Scheiße bremst das Moped. Ja, auch die Kiste nicht. Ich muss mich mal auslocken, hier das Bellen. Wiel beim Blümchenzupfen. Ziel, ja. Keine bestimmte. Einfach den Anfang und die Moralpredigt am Ende. Ach so. Kenne ich nicht mehr. Es ist wortwörtlich die frühen 90er her, dass ich fahre nicht zu schnell. Ja, ich. Ja. Die frühen 90er, da habe ich die letzte He-Man-Folge gesehen, holy. Also kenne ich mich leider nicht mehr an die Rede. Man and the Masters of the Stupidity. Genau. Blitzer an.
Ja, das ist das Schöne in der Endzeitwelt. Ich würde ja in Real Life auch gerne in einer postapokalyptischen Endzeitwelt leben. Kann ich machen, was ich will. Auch als letzter Mensch auf der Erde, nur alleine, ich wäre der glücklichste überhaupt. Es gäbe nichts Schöneres für mich. Mal davon abgesehen, dass ich immer meinen Schlaf kriege. Du kannst jede Scheiße machen. Es gibt da einen Film, den ich euch da empfehlen kann. Da ging es genau um das Thema. Letzte Mensch auf der Welt, der hat nur Scheiße gemacht. Ich will euch den Film unbedingt mal empfehlen. Muss ich allerdings in meine Aufzeichnung gucken, wie der hieß. Finde mal. Ich höre schon wieder Zombies. Genau. Und mein Moped. Und sind wir noch da. Der Filmtyp muss noch eine Runde warten. Ich verarsche mal mein Leben. Das habe ich geklaut. Es gibt so einen lustigen Christen namens G-Man. Und da habe ich G-Man and the Master. Ah, okay. Mensch, kannst du nicht mehr selber sowas Kreatives bringen? Musst du immer klauen, Holy. G-Man. So. Ja, dass ich mir den Namen von diesem Film nie merken kann. Das riecht mich tierisch auf. Jetzt war ich ja schon wieder zu Hause. Bist du draußen echt nirgends sicher in dem Game. Schrecklich. Und ich habe herausgefunden, dass man eine Verblutung auch mit einem Verbandskasten stoppen kann. Was äußerst praktisch ist. Kommt schon wieder nicht zum Stoppen hier. Guck, 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 irgendwie das Spiel manchmal lädt. Genau. Quiet Earth hieß er. Ja, der beste Film im Universum. Jetzt anschauen. So, ihr werdet ihn feiern. Und wenn nicht, gibt's Hauer. Ich habe so viel Internet-Netz-Input, dass ich meine eigenen Gedanken nur noch vernebelt von fremden Gedanken gut unterscheiden kann. Das ist ätzend. Ja, dann abschalten und meditieren. Oder den ganzen Tag YouTube-Videos von Eckhart Tolle schauen. Das hilft gewaltig. Ja. Das er jetzt mal fertig damit. Patronen herstellen, sehr schön. Da noch 1000 Schießpulver, ne? Minuten. Warum ist ja eigentlich die ganze Zeit Eisen drin? Weiß man nicht, man weiß es nicht. Jetzt ein bisschen Eisen nachwerfen. Bisschen Messing nachwerfen. Nee, Froschglas. Glas wird auch langsam weniger. Schon mal Kotten herstellen. Den Stoffwechselsatz herstellen. So.
Wir hatten da jetzt noch 160. Achso, das sind die, die ich gekauft habe. So. Das habe ich schon wieder Messing. Ach nee, erstmal das Glas muss da reinwerfen, genau. Jetzt Messing nachwerfen. Ich kann es mal zerlegen. Eisenbrustpanzer habe ich, glaube ich, schon. Das ist bekannt. Raketenwerfer habe ich schon. Das ist bekannt. Raketen, was? Werferlauf. Bauplan, Bogen habe ich, glaube ich, oder? Ja. Okay, den Lauf behalte ich. Der Rest schreit nach Tonne. Gerade im Laden. Könnte eigentlich schon wieder hinfahren. Schon wieder so viel Zeug zu verkaufen hier drinnen. Ja, drehen wir noch eine Runde. Und hier das ganze Antibiotika, was ich hergestellt habe. Kann ich alles verscherbeln. Die Nautitte machen wir jetzt. Das allererste. Erstmal hole ich mein Brot raus. Das kann man alles verscherben, verscherben, verscherben. Das gibt erstmal Mollys. Geht, kann nie schaden, wenn man zum Händler geht. Scheint mir eine gute Idee zu sein. Man könnte sich allerdings auch in einen Badezuber voller Hackfleisch legen und sich mit Oregano einreiben, während man eine sogenannte verreibungswichtige Aktion begeht. Das verstehe ich jetzt nicht. Für diese Aussage brauche ich jetzt einen Kontext. Was ist eine gute Idee? Fragen wir uns mal so. Was habe ich da jetzt schon wieder gesagt, was ich jetzt schon nicht mehr weiß? Wisst ihr, wie es ist mit dem Kontext und so? Kontext. Welt ohne Kontext. Wo ist mein Moped? Wo ist es? Ning, ning, hier sind es ein S51. Ding, richtige Simson, das riecht lecker. Wer schon mal Simson gerochen hat, will nie was anderes riechen. Zuschauerliste ist heute recht voll. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht wieder was? Ich hatte die Theorie in den letzten zwei Wochen aufgestellt, dass ich sehr wenig Zuschauer habe, weil das Wetter so sonnig ist, alle draußen sind. Auf der anderen Seite hat euch jeder ein funkendes Tablet und PC und kann mich auch draußen gucken. Macht wahrscheinlich nur keiner. So. Ist auf der Sommerliege im Garten. Den Zielführer beim Stream zu gucken. Ah, schöner Gedanke. Und wieder rennt er in den Kaktus. Was nichts macht, ich habe unendlich Heilcreme. Indem ich das Zeug selber anbaue. Unbezahlbar. Everything's for sale. Even to an idiot like you. Das hat mich Idiot genannt. Das ist ein unhöflicher Seller, das ist der Wahnsinn. So, hast du noch ein paar Patronen? Könnte noch ein bisschen militärische Faser kaufen, dadurch kann ich aber nur reparieren und nicht verstärken.
Der Kontext besteht darin, dass ich mal in einem Laden war, um nach Kalamata-Oliven zu suchen. Er schenkte mir eine seiner Oliven. Sie war lecker. Aber es war keine Kalamata. Oh, okay. Wer? Wer ist er? Der Ladenbesitzer. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip Just me. get the Ach, fuck out of here. halt die Fresse. Der geht mir auf den Sack, der Typ. Zombie mal woandersrum, ihr beiden. Ich fahre noch zum anderen Händler. Mittlerweile kann ich den Weg auswendig. Fast. Ja, muss ich nicht durch Schneegebiet, wenn ich hier lang fahre. Ups. Drehen wir mal runter. Eine schöne Landschaft. Fast geht schon wert. Ja, ist irgend so ein Bazar-Händler. Ja, dachte ich mir schon fast, dass es sowas in die Richtung geht. Holy, kannst du bei den Entwicklern eine wütende Mail schreiben? Motorgeräusche zu leise von Moped. Und Arbeitsgeräusche von Werkzeugen zu laut. Das passt alles nicht zusammen. So ein leises Moped, ey. Wasserspeicher. Nein! Da schaut man einmal kurz nach rechts. Geil, kriege ich mal hin. Wäre nicht das erste Mal. Ist aufwendig jedes Mal, aber wo sind sie wohl? Moped verlieren ist also nicht wirklich mehr möglich, wenn man weiß, wie das Spiel so funktioniert. Flug geht los, wütend im Sinne von AK-47 wütend oder eher Uhrwerk, Bombendrohung wütend. Wer ist jetzt wütend? Ich bin wütend. Trotzdem Typen warm, ich muss ja weg. Die Wüste ist echt nicht sein Ding. Nicht vergessen, links halten in der Stadt, links halten. Das vergesse ich immer wieder. Oder meinst du welchen die der Mail, die du schicken sollst? Also Präsente, sie sollten wirklich ein wenig totalitärer vorgehen. Jetzt einfach nur irgendeine Form von wütender Mail schreiben, das reicht. Hauptsache wütend. Was sollen denn die Rebellen denn? Ja.
Und dann hier hinten nicht mehr links halten, sondern raus aus der Stadt. Einfach eigentlich ganz leicht. Wenn der Schnee nur nicht immer wäre und die Straßen verdecken würde an dieser Stelle. So, jetzt noch ein Berg hoch. Und hier links den Weg lang, da ist der nächste Händler. Genau, droht die totale Vernichtung an der Mehl. Droht die totale Vernichtung an. Hier ist nicht ein ordentliches Motorengeräusch von diesem Moped einbaut, kracht's. Ihr müsst mal das Spiel Motocross Madness 2000 spielen von PlayStation 1. Weltklasse Sound, Weltklasse Grafik, Weltklasse. Das Spiel ist total Weltklasse. Everything for sale. Ja, ist immer. Idiot like you. So, hast du jetzt was Vernünftiges? Was zu kaufen lohnen sich würde? Ach ja, aktivieren. Motoren kann man wahrscheinlich auch kombinieren. Naja, unser Berater kam zu dem Entschluss, dass wenn sie bei der nächsten Senatssitzung für die Erbauung einer Superwaffe stimmen, gehen wir nächstes Jahr einfach eine Koalition ein, starten den Krieg. Okay, so machen wir's. Ja. Kaufe ich mal, kann ich zu Hause kombinieren. Switch. Ich weiß heute nicht, wozu der Switch gut ist. Baublam Armbrust. Rotflintenverschlussgehäuse. 549, was hab ich? 90. How about I empty your pockets? Gute Wahl, Sire. Ja. Ich treffe immer gute Entscheidungen. Ja, Stoff her damit. Muss ich nicht bauen. Ach, Gott sei Dank. Steel Upgrade. What the fuck? Reinforced Steel Upgrade. Hm. Oh, ja. Die sind immer so schnell verschossen. Tasting and Brewing. Kaufe ich mal. Das andere ist der Krempel, bei dem ich ihn verkauft habe beim letzten Mal. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, ja, ja. Zombies, wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Ich sehe euch. Wir fahren mal nach Hause. Ah, ich finde die Straße eh nie. Da lohnt es sich auf PHP zu fahren. Ist auf Gritter wahrscheinlich gleich wieder. Während er eben noch mit 36 Grad überhitzt ist. Eine Relay wird sofort den Arsch abfrieren, wenn du von der Wüste in Schnee kommst. Und hier braucht es immer noch ewig, bis er sich mal umschwenkt. Holy! Hast auch du schon mein neuestes Video gesehen? Von meinem Zweitkanal, wie ich einkaufen war. Muss ich doch glatt mal Werbung dafür machen. Ist mega lustig geworden. Unbedingt reinschauen. Und liken! Teilen! Draufwichsen! Du kennst das Position. Ist mega lustig. Wie ich jedes Produkt da genannt habe. Pfeifst du mal rein. Geht nicht lang. Und mega, mega Schneeatmosphäre. Das Video ist schon atmosphärentechnisch guckbar. So.
Hopp. Die Frage, die sich jeder stellt, ist doch, ob du den Käse von der Butter unterscheiden konntest. Hä? Kann dir wieder mal nicht folgen ohne Kontext. Was ist das jetzt nochmal gewesen? Hopfensamen. Als Rezept. Da lang, da lang, da lang. Hopfensamen als Rezept. Scrap Chest Armor Schematik habe ich und Scrap Clothes. Jetzt frage ich mich wieder, was ist stärker? Die Eisenhandschuhe oder die Müllhandschuhe? Holy, kannst du das mal für mich googeln? Ob die Eisenscheiße oder die Müllscheiße stärker ist in dem Game? So. Stärke in Relation zu Gewicht. Eisen wird schwerer, also Malusbewegung sein. Umgekehrt, umgekehrt. Müll ist leichter, oder wie? Das heißt, der Typ läuft da langsamer. Echt? Macht das Spiel solche komplexen Sachen? Ist ja der Wahnsinn. Denkt es in solch komplexen Sphären? Wie sieht es hier eigentlich mit Madronen aus? Jawohl. Nur eine Vermutung, nicht vermuten. Weil rein optisch sieht der Müll schöner aus. Eisenhandschuhe habe ich ja jetzt schon an. Glaube ich. Genau, Alteisenhandschuhe. Scrap her. Wie heißt denn das Zeug nochmal? Scrap Chest oder Scrap Clothes habe ich. Na super. Ich gehe mal nur Chest ein. Alteisenbrustpanzer, Eisenlederkleber, Clove. Lederhandschuhe,
Eisenhandschuhe. Alteisenhandschuhe. Alteisen bietet guten Schutz vor Schlag- und Stichschäden, hält aber nicht warm. Eisenhandschuhe bietet großartigen Schutz vor Schlag- und Stichschäden, hält bei kaltem Wetter aber nicht warm. Bietet guten Schutz, bietet großartigen Schutz. Genau, und ich glaube, dass dieser Brustpanzer mich besser schützt als die Militärweste. Ich stelle gerade fest, er hat Alteisenhandschuhe. Aber er sollte doch Eisenhandschuhe haben. Egal, lassen wir es mal so. Ich glaube halt, dass es stärker ist als die Militärweste. Was für mich Sinn ergibt, weil die Militärweste 91 hat. Kann man hier aus Leder machen? Hosen aus Tierhaut, ich geht. Malerpinsel, na aber sofort. So. Bin ich erstmal für die nächste Blutnacht gerüstet. Dem ich erstmal wieder ordentlich Muni hab. Weil die Herstellung von Mollys ewig dauert, stelle ich erstmal Mollys her. Benzinölglas. Ziehen, Öl, Stofffetzen, Glas, Krug. Ja, Mollys, 9 Minuten. Okay. Hallo Zampa. Was geht? Ja, Patronenhülsen, ne? Das ewige Leid. Blei gibt's wirklich in Massen in dem Game. Aber Patronen, uiuiui. Genau, Farbe habe ich hier. Nur wie färbt er's? Ja, was könnte ich mal bemalen, was ein Schwert ist? Was ich leicht aus. Stein. Na, er macht's einfach nur rot. Wieso? Jetzt komme ich auf Ideen. Ja, lol. Ich will auch eine bestimmte Farbe, bestimmtes Muster oder so.
Brust ist ein bisschen. Ja. Ja, das gedrückt halten. Mit dem Pinsel in der Hand, ja. Guck mal einer an. Jetzt pinselt er ja nicht. Nee, jetzt macht er auch noch rot. The next painted texture will. Das ist eine Körper. Warum the next erst? Ich hab doch schon solche Texture-Dings hier. Verstehe ich nicht. Ah, guck mal einer an! Na, jetzt wird's bombastisch! Heide Witzke, Herr Kapitän, wie geil ist das denn? Boah, ey! Boah! Boah! Wie geil, was es nicht alles gibt. Was machen wir das noch? Ist herum? Hallo. Stufe. Noch von oben. So, das ist mein Portal, mein Schloss. Hast du falsche Farbe dran gepinselt? Links machst du die Farbe vom Block wieder weg. Was? Wie? Wie links? Moment. Oh, das ist ja praktisch. Da muss ich ja nicht immer einen Block abreißen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Oh, jetzt wird's richtig geil. Kann ich endlich diesen hässlichen Beton hier wegmachen? Aber egal, wir bauen schon mal das zu Ende, was ich vorhab. Das ist ja mal Schmuck. Schick. Ist das schick? Haha, ich weiß nicht, warum halt. So angeblich soll es ja das Gestein, was ich da jetzt vor mir sehe, auch nochmal als Farbe geben, ne? Sehe ich aber nicht. Oh, das ist doch gesperrt. Na, das kann ja mal dauern. Wo findet man solche Pläne fürs Malen eigentlich? Oh, Gott, bin ich im Eimer. Oh. Spielst du im Kreativmodus, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf einem Server, den ich nicht beeinflusse. Und ich mache das, was ich da kann. Ich weiß nicht, was da eingestellt ist. Also würde ich nicht sagen, dass es der Kreativmodus ist. Pläne findest du im Buchladen. Ich habe hier noch gar keine Bibliothek gefunden. Naja. Genau. Und... machen wir schon mal die Hälfte. So. So, das ist so mein Molly-Vorrat, das ist mein Antibiotika-Vorrat, das ist mein Benzinherstellungsvorrat. Dann machen wir gleich mal wieder ein bisschen was. Okay, das mit dem Pinsel, das nehmen wir später in Angriff, wenn ich Ideen habe. Aber an sich, dass ich jetzt auch schon mal gut das auch schon mal ausgefunden habe, wie das geht so. Auch Bücherei habe ich leider noch nicht erfunden. Das ist sehr ärgerlich. Genau, jetzt sehe ich erstmal Beton im Auftrag. So ein paar tausend. Kann sich auch schon mal nebenbei dumm und durch mich mischen.
Wünsche unrunde Summe. So. Steine alle verbraucht, lol. Oh, der Kiloweise Sand drauf. Ja, ich bin nur noch am Stein sammeln hier, ist ja nervig. Motoren wollte ich noch kombinieren. Was ich noch nie versucht habe. Ach ja, und ich wollte mal gucken, was ich mit der Batterie machen kann. Ich habe hier eine Ladestation. Ich weiß nicht wirklich. Ja, jetzt ist da zwar eine Batterie drin, aber es passiert nichts. Schade. Ja, hätte sein können. So. Ich check das schon eines Tages noch. Hübsch. Was hat mein Motor vom Moped? Vom Motor. Oh, schon unglaublich, welche Geräte es hier alles gibt. Na, den kombinieren wir jetzt mal. Macht doch nicht mehr schade. Ja, und 50er. Schade. Schade. Jetzt werde ich langsam zum Highroller hier in dem Game. Es geht schon Richtung beste Qualität von allem. Na, falscher Motor. Warte ich mit dem Benzin? Ach, Antibiotika da noch hergestellt. Ach ne, er stellt immer noch her. Gott. Ja, brauchen wir dafür noch? Mein Moped. Moped? Komm, ist leckere Gemüse Eintopf hier.
Zombies greifen mal wieder. Hunde greifen mal wieder meine Mauern an. Oh, er hat sie rüber geschafft. Ja, wir kommen in letzter Zeit häufiger mal hier durch. Naja. Pilze sind fast alle ausgewachsen, nur der eine. Aber wenn da Hunde sind, dann hole ich mir noch glatt mal von den Hunden das schöne Fett. Mit meinem Schweizer Taschenmesser. Läuft bei mir so. Das ist aber auch ein geiles Messer. Okay. So. Sucht mal aus. Sucht mal aus. Immer noch. Die Junge braucht das lange. Ach, Fett oder Teig herstellen. Ja, nee. Ich mach mal hier Benzin raus. Jetzt sehe ich ein bisschen bauen. Geräusche gefallen mir gar nicht. Ich höre Hunde, sehe sie aber nicht. Immer tut er weh, du Deppert. Steinplattenblock. So, ich mache ordentliche Menge. Ich hab doch.
Sollte doch nicht alle 1500 nehmen. So, nur die 500. Hier kommt so bald kein Zombie mehr durch. Ah ja, ich habe noch so viele Umbaumaßnahmen vor, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, wollen wir auch schon mal. Seid ihr noch da oder schon eingeschlafen? So eine Standard-Streamer-Frage, die muss man mal zwischendurch ablassen. So. Oh, das zählt nicht, oder? Zählt das? Ja doch, wenn wir gleich hier beginnen, schräg anzusetzen, dann... Dann könnte man das gelten lassen. Steinplattenrampe. Oh, 50. Jo, schlafen alle. Hier, ne? Thank you.
Ja, dann mal gucken, ob wir auch rechtzeitig ankommen. Auf jeden Fall spannend. Wow, das ist so typisch. Hübsch. Fast auf der Höhe, auf die wir wollen.
haben wir den? Seid so dumm, wie ihr aussieht. Ach ja, die guten Alten. Du ja. Ist durch ein Loch gekrochen. Wehrhaft, ne? Diese Nerven-Zombies.
Soweit, so gut. Nein. Okay. Sieht doch alles vielversprechend aus, Mensch. Die Eisendinger, die letzten übrig gebliebenen, kann ich noch stehen lassen. Bis die Zombies irgendwo mal ganz kaputt machen. Schaden nicht. Tausend Eisenstangen herstellen, dann noch ein Stück Eisen hinterher werfen. Genau, und 6000, da kann man noch reinwerfen. Sehr gut. Ordentliche Eisenmenge, ordentliche Antibiotikamenge. Hier, Tierfett, da wunderbar. Was bringt zum Moped raus? Tja. Ach du Scheiße. Los, ist wie es ist, ich brauch Stein.
It is wie it is. Mir wurde gerade angezeigt, irgendwer streamt. Okay, mal eBay habe ich auch noch offen. Los Leute, noch keiner mitbieten. In 2 Stunden ist mein eBay-Angebot vorbei. Simpsons verscherbe ich gerade. Wer will, wer hat noch nicht? Wer ist bei eBay vor mich riecht oder so ähnlich? Da 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 di da da di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 di da 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 pum pum pum. Hat Holy nun mittlerweile schon mal ein Video angeguckt, wenn ich jetzt haue? Hat er? Nein, aber jemand Fremdes hat kommentiert beim Jack Hoch Video. Ah, das lese ich mir jetzt mal kurz durch. Das ist immer cool, wenn der Typ schreibt. Cool, hier zu lesen. Ach, Raphael. Raphael. Genau. Na Quatsch. Haben wir mal pauschal 100. Wieso ist denn hier nur eine Reihe? Wieso habe ich denn das nur 3 gereiht? Ich muss doch noch eine 4. Reihe her. Ach du Ach, was mache ich denn? Hätte schon längst stattfinden können. Egal, in ein paar Minuten endet der Stream. Ich werde vielleicht wieder jemanden hosten. Jetzt schon mal freuen. Schade, dass der Pino wieder nicht da war. Ufo streamt heute auch nicht mehr, weil krank. Es wird noch ein gemächlicher Tag.
Ach du Scheiße, da ist noch ein Stahl. Vor mir. Da freue ich mich auch drauf. Es kann passieren, dass ich am Nachmittag nochmal wiederkomme, wenn kein anderer Interessanter heute streamt. Ich habe mittlerweile so viele Leute abonniert. Das ist schon der Wahnsinn. Wie viel ich abonniert habe und wie wenig stream. Klingt. Okay. Könnte das den ganzen Tag tun, ihr auch?
Definitiv muss ich auf Steinjagd gehen beim nächsten Mal. Beton? Nein, noch nicht. Ja, verändere ich noch ein bisschen. Deswegen darf ich hier hinten noch nicht weiterfahren. Ganzen Hinterbau werden verändern. Ach ja, da war ja was. Scheiße. Keine Pflastersteine mehr. War schon wieder krass. Ja, da werde ich wohl noch ein paar tausend Steine abbauen beim nächsten Mal. Warum ist kaputt? Na, was soll denn das?
Wunderbar. Turm, Eisen, Eisen, Eisen. Und hier. Oh, mal sehen. Ach, mach doch nicht sowas. Sieht doch komisch aus, wie das doch wurde. Ja, doch. Das muss sehr, sehr hübsch und einheitlich werden. Fangen wir wieder mal einfach nie üben. Ich muss auch wieder da reinnehmen. Völlig überfordert mit den Mengen an. Unmengen an. Gegenständen.
Oh, ich habe noch Spiritus. Okay. Ach ja. So. Jetzt gönne ich mir im Real Life noch ein bisschen Gemüseeintopf oder andere Dinge. Sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Möchten Sie jetzt noch etwas sagen? Tun Sie es jetzt oder mögen Sie für immer schweigen? Wir können den Streamer jetzt küssen. So, ansonsten mache ich Tüdelü, bis vielleicht sogar nachher nochmal. Mal gucken. Tüdelü.